Guten Tag, mein Name ist Walter Tillmann. Ich freue mich, Sie im Auftrag des Vereins für Heimatpflege bei Ihrem Rundgang begleiten zu dürfen. Herzlich willkommen in Viersen. Werfen wir zunächst einen Blick auf unsere Gegend, als nach dem Ende der Eiszeit die ersten Menschen hier hervordrangen. Sie fanden zahlreiche Wasserläufe und große Wälder vor. Viersen, eingebettet in typisch niederrheinische Landschaft, nahe beim geraden, engen Fluss mit Namen Niers, der am Schnürchen vor sich hinläuft, pappelrein wie Nähte, fein säuberlich und dann das Flache, das Sanfte, das Beruhigende, die klare, nicht kalte Kargheit ohne Erhebung. Mit ihrem damaligen Namen ahnte die Drei-Städte-Zeitung schon voraus, was erst 1970 Wirklichkeit werden sollte. Die vorher selbstständigen Städte Viersen, Dülken und Süchteln und die Gemeinde Bosheim wurden zu Stadtteilen der neuen Kreisstadt Viersen. Die Albert-Figuleis-Thelen-Stadtbibliothek enthält auch eine Kinder- und Jugendarthothek und erinnert mit ihrem Namen an einen großen Sohn. Die gute Entwicklung hat sich aber leider nicht fortgesetzt. Einige Firmengebäude konnten jedoch einer neuen Nutzung zugeführt werden. Da ist zum Beispiel die Spinnerei, Weberei und Textilveredlung Punks und Zahn zu nennen, die jetzt als alte Manufaktur vielen Gewerbetreibenden Arbeitsräume bietet. Sogar eine neu gegründete Textilfabrik für technische Gewebe hat sich hier niedergelassen und sorgt zusammen mit einer Wäscherei und Weberei für Maschinenputztücher dafür, dass die althergebrachte Webertradition nicht ganz verloren geht. Das Stadtbild von Altviersen wird von der St. Remigiuskirche, der spätmittelalterlichen Hallenkirche aus dem 15. Jahrhundert, beherrscht. Die unter einer Linde auf dem Remigiusplatz liegenden uralten Steinblöcke, der Weisenstein und der Prangerstein, zeugen vom einstigen Schöffengericht. Auf dem Galgenberg zwischen Altviersen und Helenabrunn stand der Galgen. Ein Gedenkstein erinnert dort an die Viersener Gerechtigkeit. Wir stehen hier an einem ganz besonderen Platz, hier in Viersen vor der Festhalle, der Hermann-Hülser-Platz. Das ist der Platz, den Namen meines Onkels trägt. Und mit diesem Platz und den Orten, die es hier gibt, verbindet mich einiges. Auf der einen Seite dort ein bisschen verdeckt das alte humanistische Gymnasium, auf dem ich meine ersten Jahre eben am Gymnasium, Gymnasialzeit verbracht habe, bevor dann in ein anderes Gebäude umgezogen wurde. Daneben Kreismusikschule. Zu meiner Jugendzeit war das natürlich noch nicht an diesem Ort hier, aber dort habe ich meine gesamte musikalische Ausbildung und Früherziehung, überhaupt den ersten Kontakt zur Musik überhaupt bekommen, viele, viele Jahre lang, und hinter mir natürlich die Festhalle, die für jeden Viersener, würde ich sagen, aber eben auch für mich ein ganz wichtiger Ort war, weil hier fanden meine ersten Begegnungen mit Kultur, Musik, Theater, Konzerte, alles, was das kulturelle Leben ausmacht. Ich bin eigentlich sehr froh, 23. Internationale Jazzfestival Viersen. Du kommst in eine Stadt, wo du geboren bist. Was sind so die Erinnerungen an Viersen? Also meine gesamte Verwandtschaft wohnt ja noch. Mich selber hat es in Viersen
unfreiwilligerweise nur ungefähr ein Jahr gehalten. Wir sind danach sofort weggezogen, aber ich habe durch regelmäßige Besuche hier, vor allen Dingen bei meiner Tante, die hier auf der Hauptstraße ein Musikgeschäft hatte, ganz viele Jahre, noch wunderbare Erinnerungen daran. Das war noch eins von den Musikgeschäften, wo man alles bekam. Noten, Instrumente, Orgeln, hinten gab es noch eine Werkstatt, da konnte man mit jedem Wehwehchen hinkommen. Und da dieser Ort ist ein Stück Heimat, der für mich seinen Wert niemals verlieren wird. Hier an der Remigius-Schule, und die Bremer Stadtmusikanten sind ja quasi das Markenzeichen dieser Schule, da habe ich nicht nur die Rechtschreibung gelernt, das ist ja nicht ganz unwichtig in meinem Beruf heute, sondern ich habe auch viel über die Bedeutung von Ehrlichkeit, Anstand und Fleiß gelernt. Und dafür bin ich meiner Lehrerin von damals, Kathi Damjakob, und der Schule, der Remigius-Schule hier in Viersen, sehr, sehr dankbar. Insofern ist das ein Stück Heimat, das mich immer begleitet, egal wo ich bin. Die städtische Galerie im Park ist ein Anziehungspunkt für Kunstinteressierte. Diese ehemalige Fabrikantenvilla hat sich zu einer beachtlichen Kunstgalerie entwickelt. Die inzwischen weit über die Stadtgrenzen hinaus bekannte Skulpturensammlung Viersen wurde 1989 durch den Verein für Heimatpflege Viersen begründet und ist bis heute stetig fortentwickelt worden. Die Süchtelner Holzmühle verarbeitete neben Getreide auch große Mengen Leinsamen zu Leinöl und weist damit auf den Flachsanbau hin. Auf dem Viersener Horst zwischen Süchteln und Dülken, der bis zum Bismarckturm in Alt-Viersen reicht, finden wir hinter hochgewachsenen Bäumen das Kreiskriegerdenkmal. Den Wanderern auf den Süchtelner Höhen fällt bestimmt der Wasserhochbehälter mit seiner schönen Jugendstilfassade auf. Dülken gilt zu Recht als Hochburg närrischen Treibens. Wahrzeichen ist die Narrenmühle mit dem Weisheitssaal der Narrenakademie der Erleuchteten Mondsuniversität der Berittenen Akademie der Künste und Wissenschaften zu Dülken. Ja, hallo, ich bin's Mirja Bös und ich bin ein richtig altes Dülker King. Also alt im Sinne von, ich bin hier geboren, ich habe hier gelebt, ich bin hier zur Schule gegangen. Der Arbeitskreis Mundart ist eine sehr aktive Gruppe im Heimatverein Viersen. Und wir haben uns von Paul Weyers ein Motto überlegt. Das könnte man eigentlich auf die ganze Stadt übertragen. Mach dir das Leben nicht schwer, überall ist etwas Sonne und pack mit Mut alles an. Und das möchte ich Ihnen jetzt in Mundart vortragen. Allen Engen ist jetzt Sonn. Mag die jit Lewe selbst nicht schwor. Ins wird doch bei der Himmel klar. Und allen Engen ist jetzt Sonn. Drüm pock mit Mut et Lewe an. Dat wär, dort willst du jersin wahn. An allen Engen ist jetzt Sonn.